Ja, grüß euch, liebe Leute, zu einer neuen Ausgabe von Ford Mustang, und zwar der 65. Und wie immer schauen wir uns erst das Heft an, dann die Teile und dann bauen wir, was gebaut werden kann. Wenn euch das Video gefällt, dann gebt einen Daumen nach oben, ein Abo wäre natürlich nicht schlecht. Und dann, ja, ne, würde ich sagen, legen wir los und ja, viel Spaß gewünscht. So, die 65, gucken wir rein. Also, linke Seite ist natürlich wieder klar, Inhaltsverzeichnis. Auf der rechten Seite geht es weiter mit der Shelby-Story, und zwar der Mustang der 5. Generation. Und natürlich wieder viel Schrift und Bild. So, Muscle Cars, Ford Ranchero GT. Sieht meiner Meinung nach ziemlich cool aus. Da wird natürlich wieder schön gezeigt, was da alles drin ist. Und den Motor und die technischen Daten in tabellarischer Form darf man nicht vergessen. Der amerikanische Traum, und zwar US-Fahrer in der Formel 1. Geht es dann weiter, ne? Das wird dann auch schön wieder beschrieben. Und dann kommen wir Montage da hinten in der Trennwand. Also wir haben hier ein Stück haben wir mit. Und ja, okay, so viel ist es gar nicht, was wir machen können, diese Ausgabe. Also wird es wahrscheinlich etwas kürzer werden. Schauen wir mal. Hier haben wir nochmal die bis jetzt montierten Baugruppen. Ja, was wir alles noch da haben. Ne? Und ja, das war's schon. Ne? Hier sieht man nochmal, was in der Ausgabe ist. Und dann hier, was in der nächsten Ausgabe drin sein wird. So, dann gucken wir uns mal trotzdem dieses Bauteil an. So, also wird es wahrscheinlich wieder etwas kürzer werden, die Ausgabe. Schauen wir mal. Weil so viel können wir nicht machen. Wir haben weder Schrauben noch irgendwelche anderen Teile. Nein, wir haben nämlich bloß die hintere Trennwand. Und die kommt aus Kunststoff. Die sieht so aus. Ja, so, so. Und ich gucke trotzdem mal rein, nicht, dass wir irgendwas verkehrt machen. Und zwar wird die dann... Moment, ich tue mal das Heftchen schon weg. Das tue ich hier runter. So. So hier hinten ran gemacht. Ich nehme das Rad weg. So hier hinten ran gemacht. Irgendwie. Fragt mich nicht wie. Wird wahrscheinlich irgendwie dann noch geklipst oder verschraubt. Aber wir haben ja wie gesagt keine Schrauben mitbekommen. Ne? So hier wird es dann aussehen. Ich kann ja mal das Ersatzrad davor drücken. So. So hier. Also, Zeuge, ich mache mal das Licht noch ein bisschen an. Sieht es denn aus? Ne? Also, wie gesagt, ich kann noch nichts montieren, ich habe jetzt bloß das Rad davor. So würde es dann wahrscheinlich aussehen. Und ja, mehr gibt es nichts zu machen. Jetzt sind wir schon wieder durch, Leute. Ui weh. Ja, da habe ich die letzte Ausgabe so gelobt, ne, dass wir hier ein bisschen mehr machen könnten. War es das schon wieder? Also, Montage ist in dem Sinne gar nicht. Einfach bloß mal rangehalten. Ich hoffe, liebe Leute, es wird nächste Ausgabe besser. Wir haben uns überraschen lassen. Und ja, ne, es bleibt nicht weiter zu sagen. Ich hoffe, das Video hat ein bisschen gefallen. Und warten wir auf das nächste, oder? Ich denke doch. So, ja, da bin ich schon soweit wieder raus. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, ein schönes Wochenende. Ihr könnt mir trotzdem einen Daumen da lassen. Auch wenn es natürlich nichts in keinerlei von Bauphasenmäßig was dabei war. Aber ja. Ne? Ich kann nichts dafür, ich muss halt mit dem Zeug arbeiten. Gut, liebe Leute, also bis dahin, euer Daniel, haut rein, ciao, ciao.